Ja, wir wollen diese, wie ich finde, richtig schöne Idee aus Deutschland nach Österreich holen und freuen uns sehr, dass es jetzt zu dieser Österreich-Premiere in Altach kommt. Das Weihnachtssingen ist ein Thema, das mich seit 2014 in etwa beschäftigt. Damals hatte ich schon Kontakt mit dem geistigen Vater des Weihnachtssingens. Das ist ein Fan von Union Berlin, der Thorsten Eisenbeißer. Der hat dieses Weihnachtssingen 2003 in Berlin erstmalig mit 89 Leuten gestartet. Mittlerweile ist es eine Veranstaltung, die in Berlin fast 30.000 Zuschauer anzieht, beziehungsweise in deutschen Stadien sind mittlerweile über 250.000, die jährlich an dieser Veranstaltung teilnehmen. Und uns als Altach macht es, wie gesagt, sehr stolz, dass wir jetzt die Ersten sind, die dieses Singen nach Österreich holen. Ich denke, Stadien werden immer mehr zu neuen Zwecken genutzt. In Kärnten gibt es ja Stadien, wo ein ganzer Wald steht. Hier wird dann nur ein Weihnachtsbaum stehen. Und wir freuen uns sehr, dass das genutzt wird, um auch das Singen den STL-Alltag-Fans näher zu bringen. Ja, unbedingt. Das ist die Idee und der Gedanke des Weihnachtssingens, das gemeinsame Singen kurz vor Heiligabend, sich einzustimmen auf Weihnachten, sich mit Freunden, Familie etc. zu treffen. Und ja, da gibt es ja keinen besseren Standort wie das Schnabelholz in Altach. Ja, auf jeden Fall. Also Fußballfans sind ja bekannt dafür, dass sie laute Stimmen haben. Und da, wenn wir das ein bisschen kultivieren können, vielleicht mit dem Weihnachtssingen heuer zum ersten Mal, und das machen wir dann schätzungsweise jährlich. Wir haben selbst noch ein Konzert am 15. November im KOM in Altach. Das ist unser großes Jahreskonzert. Das heißt, wer uns davor schon erleben will, sehr gerne dort. Und danach werden wir die Zeit sehr gut nutzen, um die Weihnachtssongs einzustudieren. Allerdings schauen wir natürlich, dass wir sehr viele traditionelle Weihnachtssongs haben, dass dann auch alle mitsingen können. Ja, wir unterstützen natürlich über alle unsere Möglichkeiten, die wir haben. Wie gesagt, im Verein gibt es eine tolle Initiative um Jürgen Spiegel und einige Mitstreiter aus dem Verein. Und ja, es wird eine Veranstaltung auch zugunsten des Nachwuchses des SC Altach. Also dort hoffen wir natürlich auch, dass wir von dieser Seite mit Unterstützung rechnen können. Und natürlich ist die Dorfbevölkerung bzw. die ganze Region herzlich eingeladen zu dieser, wie ich meine, sehr, sehr tollen und netten Veranstaltung.